Hey, grüßt euch. In dieser Episode geht es ums Finale meiner W140 Restauration oder Wiederinstandsetzung. Ich werde jetzt hier das Ganze ausbeulen mit dem Konrad. Hier zum Beispiel, hier ist ja ein Fahrradfahrer gegen geknallt. Und hier sind auch noch diverse Dellen in der Seite. Die werde ich alle mit Konrad bzw. er alleine rausholen. Ich setze auf ihn, der wird jetzt kommen. Und lass mal einfach anfangen. Let's go. Konrad ist inzwischen da und hat den Heißkleber schon on fire. Macht jetzt hier die kleinen Ziehfix-Dinger. Adapter. Adapter heißt er. Adapter auf die Dellen in der Tür. So, jetzt langsam ist sie wieder. So, genau, jetzt die Klebereste, die habe ich mit dem Welling immer mit Bremsenreiniger entfernt. Ach so? Mhm. Der hat Bremsenreiniger genommen. Aber wir hatten damals, glaube ich, auch nicht diese Riffel auf den Adaptern drauf. Das ist ein bisschen neuer, oder? Die unterschiedlichen, ja. Die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Wo haben wir denn noch da sein? Ah, da habe ich wieder eine Delle entdeckt. Überall sind sie. Hast du noch einen entdeckt? Ja, ja klar. Ist nicht schwer, oder? Nee. Aber siehst du, die ist jetzt so jetzt auf Null da. Ne? Ja, ist doch super. Die auf Null jetzt, ist top. Die werden jetzt nicht auf Null kommen, weil da ist ja eine leichte Kante reingeschlagen. Da musst du erstmal beim zweiten Mal geht das. Ja, das ist jetzt noch mal dann so ein kleiner Rest geblieben. Ich weiß nicht, ob die Reste dann jetzt auf. Ach ne, hier waren zwei nebeneinander. Ja, siehst du, hier sind eins, zwei, drei Schläge. Das war immer eine und die gleiche Tür. Ne? Ungefähr gleich geparkt. Und dann. Deshalb ist es auch an einer Tür so häufig, ne? Ja, ja. Das ist ja schon untypisch, ne? Aber unten eine dreckige hat gut gehalten, ne? Ja, hab ich mich gewundert jetzt. Ah, top gewaschen ist auch. Mal gucken, ob du die Delle rausbekommst. Ey, wenn du die rausbekommst, ne? Die? Ja, die kriegst du raus. Was du meinst, die? Ja, die. Da wird ja auch einiges rauskommen. Aber das ist ja auch so ein richtiger Katscher da, ne? Ja, ja, gut. Das muss ich mit Lack dann auslegen und immer weiter polieren. Bis es, also schleifen, polieren, dass es auf eine Ebene kommt irgendwie, weißt du? Ja, solange der noch Spaß hat. Ja, das ist inzwischen. Hat sich echt jemand Mühe gegeben bei der Delle da in der Seite, ne? Hier? Ja, voll mit dem Fahrradhenkel, mit dem Lenker gegen. Ja, aber siehst du, der Lack macht da jetzt hier nicht so viel mit. Der ist er schon weg? Nee, ja, aber das fängt ja so an. Ja, ja. Weißt du? Ja, aber einiges kriegst du von poliert, aber wenn du die Delle weghaben willst, hast du dann der Lack, wenn der jetzt schon mal, sagen wir mal, angeschlagen ist, dann ist er dann nicht mehr so. Irgendwann ist er überstrapaziert. Ja, dann ist er überstrapaziert. Ich würde mal sagen, einmal kannst du noch, aber gut. Ich kann ja auch so lassen, die Delle ist kleiner, die wird ja noch hier ein bisschen was weggehen, aber da wird ja auch ein bisschen Lack noch gehen. Mm. Ja, versuch's einfach. Lack muss ich da eh machen. Gucken wir mit Airbrush, dann gucke ich, ob das ein bisschen besser wird. Thank you.
Diesen gelben Adapter hast du jetzt verwendet bei so langen Katschen, ja? Bei so richtigen, wie nennst du das? So langen Katschen. Streifschuss. Streifschuss. Ja, Streifschuss. Ist ja, ja, weil das ist ja, wie willst du das sonst beschreiben? Das sieht aber schon gut aus. Ist jetzt nur noch hier unten, ne? Ja, ja. Nur noch die untere Ecke. Ja, genau. Super, alles klar. Die Arbeit hier ist getan. Wir haben fast alle Dellen raus. Hier oben ist eine noch drin. Da ist aber Kleber drunter von einer anderen Karosserie, von einem anderen Karosserieblech, das hier unten angeklebt ist. Das kriegt man dann nicht so leicht raus. Aber sonst alle Dellen raus, hier an den Türen. Alles ist glatt. Wir haben inzwischen einen neuen Tag. Der Akku war leer. Konrad ist fertig geworden. Bis spät abends haben wir noch dran gearbeitet, bis es dunkel wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch mit GoPro gefilmt habe oder nicht. Falls ja, dann habt ihr das schon gesehen. Auf jeden Fall hat er alles rausgeholt an Dellen. Ich bin übertrieben überzeugt von seiner Arbeit. Falls jemand von euch noch was ausgebeult haben muss, dann werde ich euch vermitteln. Ihr könnt mir einfach bei Instagram schreiben. Ich werde euch jetzt mal die ganzen Stellen zeigen, die er ausgebeult hat. Unter anderem hier. Da war vorher eine Delle, die hat er einfach rausgezogen. Dann hatten wir hier hinten, glaube ich, nichts. Hier war natürlich diese extrem krasse Delle. Da hat er auch ein paar Mal Kleber aufbringen müssen und rausziehen müssen, bis das so weit weg war. Da ist natürlich auch ein bisschen vom Lack kaputt gegangen. Das bleibt dann nicht aus. Es war schon eine richtig heftige Delle. Wie gesagt, ne, von einem Lenker von einem Fahrrad. Hier oben ist er gegengekommen und hier unten ist der Bremshebel gegengekommen. Ja, ist jetzt auf jeden Fall weg. Den Rest werde ich jetzt polieren und dann auslegen oder mit einer Airbrush beilackieren. Hier hatten wir auch noch etliche Dellen in dieser Tür. Die sind allesamt weg. Wirklich, jede einzelne Delle ist weg. Einfach weg. Ja. Dann hatten wir hier nochmal eine Delle, meine ich. Oder hier irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr. Hier hat er auch rausgezogen. Wir hatten hier vorne auf der Motorhaube zwei Dellen. Vom Schließen wahrscheinlich gekommen. Die sind jetzt auch weg. Und wir hatten hier eine große Delle hier komplett entlang. Aber wie ihr sehen könnt, die ist auch weg. Also, falls ihr den Kontakt haben wollt oder vermittelt bekommen haben wollt vom Konrad, schreibt mir bei Instagram, ist hier eingeblendet. Dann werde ich euch vermitteln, ihm die Telefonnummer rausrücken. Jetzt werde ich als nächstes hier diesen ganzen Dreck entfernen mit Shampoo und mit Wasser, ganz, ganz grob. Dann werde ich hier nochmal drüber polieren mit Schleifpaste und mit Hochglanzpolitur. Dann noch hier diese Stellen, die ich einlackiert habe, werde ich noch beischleifen und auch einpolieren. Hier auch an der Seite, damit das Ganze ein bisschen unauffälliger wird. Ich meine, inzwischen, man kann halt nicht so wirklich wahrnehmen, aber es wird noch ein bisschen schöner dann. Das gleiche hier hinten auch, diese kleine Stelle, die mache ich auch noch ein bisschen bei. Kratzer oder Dellen, die versuche ich jetzt auf jeden Fall zu beseitigen. Einmal kurz grob putzen, damit die Steinchen weg sind. Dann polieren und dann gehe ich damit in die Waschstraße. Und nach der Waschstraße werde ich dann den ganzen Lack beiarbeiten, mit Airbrush oder mit Auslegen, also mit einem Tupfen. Werden wir gleich sehen. Lasst euch überraschen. Ich habe mich jetzt für eine einfache Maschinenpolitur bei dem alten Lack hier entschlossen, weil in der Schleifpaste nehme ich vielleicht einfach zu viel ab und der Lack kann das vielleicht nicht mehr ab. Ich werde das jetzt erstmal so aufbringen, die Politur, ganz normal. Der Deckel hier ist ein bisschen kaputt, das ist ein bisschen blöd. Ja. Also, ich werde das jetzt hier auftragen und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Wenn es gut funktioniert, mache ich damit die anderen Stellen auch. Oh,
Ich habe ja hier an den Kotflügeln diese Ecken beilackiert und man sieht da so leichte Einlackierspuren. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier auf der Kamera richtig sieht. Jedenfalls ist es nicht so schön. Hier ist auch ein kleiner Läufer von der Beispritzverdünnung. Jedenfalls werde ich das jetzt glatt schleifen mit erst 4000 Läufer, dann 800er, 1200er, dann 2500er. Und dann werde ich polieren und hoffen, dass nichts mehr zu sehen ist. Nicht schön, aber es reicht, damit es ein bisschen besser aussieht als vorher. Mit dem Rost vorher sah es echt schlimm aus, diesem komischen Beigesprühten. Jetzt sieht es auch wesentlich besser aus und man sieht es erst auf den zweiten Blick. Werde ich hier das Auto so ein bisschen aufbereiten innen drin, putzen, saugen und noch mit dem Ozongerät hier quasi ein bisschen, also das Lüftchen aufbereiten. Weil da drinnen riecht es so minimal muffig, wenn es außen feucht ist oder innen feucht ist, wenn es eine gewisse Luftfeuchtigkeit ist. Wenn es ganz trocken ist, riecht es überhaupt nicht schlimm, ganz normal, angenehm. Aber sobald minimal Luftfeuchtigkeit im Spiel ist, riecht es eklig. Und von daher mache ich jetzt mal mit der Ozonanlage ein, zwei Behandlungen und hoffe, dass der Geruch dann einfach weggeht. Nach meinem Verständnis sollte man die Ozonanlage hier oben platzieren. Ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen oder gehört, dass das oben platziert werden soll, weil Ozon ist ja O3, heißt ein Atom Sauerstoff mehr als bei O2 und ist somit schwerer als Sauerstoff in der Luft. Luft ist ja ein Gemisch aus verschiedenen Gasen, unter anderem Sauerstoff. Und wir wollen ja, dass alles im Raum quasi damit erreicht wird, mit diesem radikalen Ozon. Und dass es alle Duftmoleküle zerstört. Und von daher richten wir das, also platzieren wir das oben im Auto. Das ist jetzt relativ oben. Und da machen wir die Karre jetzt an hier. Das sind, glaube ich, Minuten, 120. Machen wir an, zack, fertig. Und jetzt warten wir einfach, bis das Ding fertig ist. Es riecht schon nach Ozon. So, Tür zu. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg in die Waschstraße. Da bekommt das Auto eine Unterbodenwäsche und von außen nochmal eine komplette Wäsche, Textilwäsche natürlich. Dann werde ich das ganze Auto innen drin nochmal auswaschen, mit Glasreiniger alles ein bisschen putzen und danach wird es ein Porn geben. Und danach ist das Video auch zu Ende. Die S-Klasse ist gewaschen und ich habe schon Fotos gemacht zum Verkauf. Die kleinen Lackstellen, die muss ich noch ausbessern. Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit mehr. Ich hoffe übrigens, dass der Wind nicht so sehr ins Mikrofon reinballert. Hier, ja, so sieht der Wagen jetzt aus. Es tut mir ein bisschen im Herzen weh, dass ich den jetzt verkaufen werde. Aber da folgt was ganz Geiles. Ich gehe jetzt auch wieder rein, weil mir der Wind einfach zu dolle ist. Ja, so, jetzt kann ich wieder leise mit euch reden. Eigentlich dachte ich, das hier sei jetzt das letzte Video vom W140, wie ich es vorher angekündigt habe, aber ich habe die kleinen Lackstellen noch nicht ausgebessert. Das wird noch in einer Extra-Episode kommen, eine ganz, ganz klitzekleine Final-Episode quasi, wo ich so ein bisschen beispotte. Die wird wahrscheinlich am Mittwoch folgen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.